Das ist wirklich ein Riesenproblem und bedroht unser Leben, vor allem wenn wir ins Krankenhaus kommen. Mittlerweile sind unsere schärfsten Waffen gegen bakterielle Krankheitserreger quasi wirkungslos, denn es gibt immer mehr Resistenzen und gängige Antibiotika kommen selbst gegen die harmlosen Infekte nicht mehr an. Eine wirklich dramatische Entwicklung und die Uhr tickt. Forschungsteams weltweit suchen wie wild nach neuen Wirkstoffen. Ein mögliches Hilfsmittel, Algorithmen, die vielversprechende Moleküle identifizieren. Ist das eine Vision oder kann das wirklich funktionieren? Jetzt in Klick zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Penicillin, das durch Schimmelpilze produziert wird, galt lange als das Allheilmittel gegen bakterielle Infektionen. Entdeckt wurde es von Alexander Fleming und zwar durch bloßen Zufall. Und auch heute noch produziert die Natur unzählige Wirkstoffe, die uns in der Medizin von großem Nutzen sein könnten. Doch solche neuen, vielversprechenden Mittel wollen entdeckt werden und das ist tatsächlich vergleichbar mit der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Aber es gibt einen Lichtblick. Vermehrt werden bei der Suche jetzt auch Algorithmen eingesetzt, die Molekülvarianten in den riesigen Datenbanken durchgehen und mit bereits erfassten Naturstoffen abgleichen. Und die Uhr tickt. Inzwischen haben sich Resistenzen gegen alle gängigen Antibiotika fast entwickelt. Selbst gegen einfache Infekte kommen sie nicht mehr an. Höchste Zeit also, schnell und effektiv neue Wirkstoffe gegen bakterielle Erreger zu identifizieren. Aber so leicht ist das nicht. Spezielle Datenbanken können helfen. Hier sind neue Naturstoffe zu finden und zwar ganz konkret mit ihren massenspektrometrischen Signaturen. Heißt so viel wie aufgeschlüsselt werden die charakteristischen Daten, die ein Massenspektrometer identifiziert hat. Beispielsweise die Atommasse sowie die Bindungsenergien der Nukleonen. Ein Beispiel für solch eine Datenbank ist das Global Natural Product Social GNPS Netzwerk. Für viele Experten eine Goldmine, um neue bioaktive Substanzen zu entdecken. Große Hoffnungen setzen Forschungsteams weltweit in sogenannte Peptid-Naturprodukte, PNPs. Diese sind wohl wirklich vielversprechende Kandidaten für neue Antibiotika. Konkret handelt es sich um Moleküle, die aus vielen Proteinbausteinen aufgebaut sind. Und genau hier ist das Problem. Denn sie gibt es in unfassbar vielen verschiedenen Varianten. Und die meisten von ihnen sind eben nicht ansatzweise in Datenbanken erfasst. Doch jetzt hat ein Forschungsteam von der Universität St. Petersburg einen Lösungsansatz gefunden. Und das ist wirklich entscheidend. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben einen neuen Algorithmus entwickelt, der in der Lage ist, aus der Struktur der bereits erfassten Moleküle auf weitere mögliche Varianten zu schließen. Das System namens VorQuest ermittelt also, welche Varianten es noch geben könnte und zudem auch, wie wahrscheinlich deren Existenz tatsächlich ist. Und der Algorithmus hat wirklich was drauf. Im ersten Test identifizierte er fast 10-mal mehr Varianten von Peptid-Naturprodukten als herkömmliche Computerverfahren. Zudem arbeitete das Programm deutlich schneller. Für die Analyse brauchte der Algorithmus wenige Stunden. Andere bislang genutzte Programme hätten dafür, also für dieses Ergebnis, 100 Jahre gebraucht. Dazu einer der beteiligten Forscher, Alexei Govich. Damit gibt uns unsere Methode einen ganz neuen Einblick in die dunkle Materie der PNPs. Und dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus den vielen Fortschritten der Big Data und KI im medizinischen Bereich, also KI der künstlichen Intelligenz. Wir haben ja hier schon mal darüber berichtet, der nächste Schritt ist Software, die aus Daten lernt und sich so selbst weiterentwickelt. Das will sich beispielsweise das Forschungsteam von Microsoft in seinem Projekt Hanover zunutze machen. Die Idee, Computer sollen sich zunächst einmal das komplette medizinische Wissen aneignen. Im nächsten Schritt sollen die Ärzteteams dabei unterstützt werden, personalisierte Behandlungsmethoden zu finden, denn sie könnten für jeden einzelnen Patienten individuell angepasste Medikamentencocktails finden. Statt einen Wirkstoff nach dem anderen zu testen, könnte intelligente Software auf Grundlage der genomischen Daten der Patienten die Literatur nach der perfekten Medikamentenkombination durchsuchen. Auf einen Schlag können so tausende von Kombinationen analysiert werden und dem Ärzteteam vorgeschlagen werden. Doch die Zusammenarbeit mit dem Menschen könnten die Maschinen dann sogar immer weiter dazulernen und ihre Intelligenz ausbauen. Aber auch andere Tech-Giganten wie Amazon, Apple, Google oder Facebook investieren in neues Personal aus den Bereichen Biologie, Medizin und Chemie. Das ist ein Riesengeschäft und sie öffnen komplett neue Abteilungen. Zusammen mit Softwareexperten sollen sie die großen Rechenaufgaben lösen. Die Rechenaufgabe, deren Ergebnis am Ende die Biologie entschlüsselt und uns Krankheiten von Grund auf
verstehen lässt. Das ist die große Vision. Die medizinische Datenverarbeitung dient als Grundpfeiler dieser Logik. Die Instrumente, künstliche Intelligenz und die Analyse und Auswertung riesiger Datenmengen innerhalb kürzester Zeit. Das Ergebnis: Zellfunktionen verstehen, Genome kostengünstig sequenzieren und schnell und effektiv neue Medikamente entwickeln. Wir stehen also vor einer medizinischen Computerrevolution. Wenn ihr als erstes dazu und zu allen anderen Themen Neues erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an, dann erfahrt ihr vor allen anderen vom neuesten Video, eben vorab von mir garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klicksum mitmachen und Themen vorschlagen oder an Umfragen teilnehmen und Entscheidungen so mittreffen. Der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit dafür draufklicken. Resistente Bakterien bedrohen die Menschheit. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.